2, 1, 0. Es rückt jetzt ein Tankersportzeug an, ich habe vorhin schon gesagt, der erste ELW Tankersportzeug LF16. Die werden das Ganze natürlich unter Atemschutz ablöschen. Unsere Atemschutzgeräteträger sind schon ausgerüstet. Der Einsatzleiter erkundet die Lage. Der Einsatzleiter erkundet die Lage, weist seine Fahrzeuge ein, wie sie sich hinzustellen haben, wird auch gleich die Befehle an die Mannschaft übergeben, was sie zu machen haben. Der Trupp geht jetzt unter Atemschutz vor, löscht das Fahrzeug ab. Zur gleichen Zeit wird auch ein Schaumangriff dann aufgebaut, damit sich nichts mehr nach dem Ablöschen entzünden kann. Ja, das Fahrzeug wird jetzt abgelöscht vom Atemschutztrupp im TLF. Da sind über 4000 Liter Wasser. Da kriegen wir es dann mit Sicherheit auch aus. So, die Flammen sind aus. Wir werden jetzt noch einen Schaumteppich drüber zaubern. So, der Druck löscht noch alles ab. Ich glaube, wir können dann mit dem Schaum auch anfangen. Das ist natürlich der Schaum, den wir haben, ist nur ein Übungsschaum. Möchte ich extra betonen, ist kein echter Löschschaum, weil der nicht 100% umweltverträglich ist. Deswegen haben wir nur einen Übungsschaum, der auch biologisch abbaubar ist. So, wir demonstrieren jetzt das Ganze. So, jetzt wird Schaum aufgebracht. Um ein Wiederaufflammen zu verhindern.
So, und jetzt sehen wir noch ein wenig am Zaunteppich.